Was hat jeder eine Ex-Freund schon gesagt? Interessiert mich jetzt nicht. Interessiert mich jetzt nicht. Jo. Bäh. Scheiße. Ja. Ja. Arnsberg, mein Gott, ey. Du dein Arnsberg. Ja, ist jetzt gut. Habe ich gesagt. Ich hab's gesagt. Ja. 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 Hast du es wieder reingelegt? Was? Hast du mein Handy wieder reingelegt? Nur 10 Minuten mache ich mehr nicht. Nein, diese Reise nicht.
Ja, ich mache aber nur 10 Minuten. Bin ich jetzt dabei? Und dann mache ich jetzt. Ja? Weil ich nur 10 Minuten mache, weil ich dann jetzt den ganzen Himmel mitmache. Ich mache nur 10 Minuten, weil ich dann jetzt den ganzen Himmel mitmache. Ich mache 10 Minuten, dann mache ich den ganzen Himmel jetzt mit. Ich denke, du willst keine 10 Minuten, ich denke, du willst den ganzen Himmel. Hast du gesagt. Was mache ich denn hier? Also, du musst dabei sein, was du meinst, ich kann nein, ich mache keine 10 Minuten, sondern mache den ganzen Himmel. So musst du sagen, verstehst? Nein, ich sage jetzt gar nichts mehr. Hat keinen Zweck mehr hier, wenn ich aufnehme, will ich auch nicht. Ich wollte eigentlich nur helfen, aber du bist dabei. Hä? Mach doch gar nichts. Ich bin nur hier aufnehmen mit dem Himmel rein. Guck doch mal. Du hast dir versprochen, du meinst, ich mache keine 10 Minuten, ich mache den ganzen Himmel. Du wolltest gesagt haben, richtig? Ja. Dass du keine 10 Minuten machen wolltest, dass du den ganzen Himmel machen wolltest? Ja. Oder wie hast du es gesagt? Ja, ich habe mich versprochen. Dann sagtest du heute besten so, ich mache jetzt keine 10 Minuten mehr, sondern ich mache den ganzen Himmel. So muss es sein. Mach jetzt keine 10 Minuten mehr, mach den ganzen Himmel. Vernünftig, Papa. Hab ich doch gesagt? Das war jetzt nicht vernünftig. Doch. Das war vernünftig. Ich mache jetzt gar nicht 10 Minuten mehr, ich mache den ganzen Himmel. Und das mit 10 Minuten mal Spaß gewesen, auch bitte mal sagen. Und mit 10 Minuten mal Spaß gewesen. Wenn du 10 Minuten machen wollte, war Spaß gewesen. Ich hab's gesagt, ich sag's nicht nochmal. Nein, vernünftig sagen nochmal. Das mit 10 Minuten mal. Warte, das mit 10 Minuten machen wollte, war Spaß gewesen. Für die alles. Schon wieder. Es tropft. Langsam geht's los hier. Ach du Scheiße. Ja, das tropft hier. Scheiße, tropft hier runter. Mist. Es tropft. Boah. Es zieht sich aber da hinten rüber. Puh. Rauslassen, nee, wenn die mit mir vor Gericht gehen, dann kann ich sagen, was ich will. Und wieso hast du gesagt, sollst du Leute von das Bild kriegen? So hast du das gesagt? Nicht diese Leute. Wen denn? Andere.
alle Zuschauer auf YouTube. Ja. Du musst sagen, du musst auch dabei sein, YouTube-Zuschauer. YouTube. Du musst dabei sein, YouTube-Zuschauer. YouTube-Zuschauer. Hey, das willst du YouTube-Zuschauer dabei sein, deshalb statt die Leute hier, ja? Ich lasse die Leute hier möchten, dass sie in Ruhe mit der Scheiße, damit Stress. Ich auch, ich sag. Ich weiß aber, wenn es YouTube-Zuschauer sagen müssen, okay? Habe ich vergessen, YouTube-Zuschauer. Sag einfach YouTube-Zuschauer, wenn die es mitkriegen sollten. Ja, YouTube-Zuschauer. Wenn es die YouTube-Zuschauer mitkriegen sollten, ist mir auch schon so. Und wenn es die YouTube-Zuschauer mitkriegen sollten, ist es auch egal. Nein, wenn es die YouTube-Zuschauer mitkriegen sollte, ist mir auch scheißegal, so muss es sein. Nein. Ja. Ja, ich vergessen. Hab's ja jetzt berichtigt. Ich dachte, ich darf dir Anweisung geben, hast du gesagt? Habe ich dir was gesagt gegen dich? Nee. Nein. Ja. Also alles, was du brauchst, ist auf eine blöde Richtung, okay? Hast du gehört? Ich bin nicht blöd. Danke. Jede Richtung, weißt du ja. Der Rest war ein bisschen rot gewesen, hast du gesehen? Ja. Du warst rot, hast du gesehen? Ja. Du warst rot, hast du gesehen? Ja. Was? Ja. Hast du rechts auch aufgenommen? Ja. Das war rote rechts aufgenommen? Ja. War das vorhin? Ja. Gut. Wenn es daher geflogen kommt, wir rein zum okay? Bin ich doof? Was? Bin ich doof? Nein, ist auch nicht. Bitte. Wenn du auf Küchenfenster kurz gucken willst, dann musst du kurz Gänsefuß backen, Gänsebraten. Ich habe keine Lust. Hä, ich wollte dir Küchenfenster was zeigen. Warte, nein, warte, da ist was. Ich kriege. Wie siehst du nicht, du?
Warum weißt du jetzt aber, du weißt ja dein Handy dran war, wegen dem Anruf bewahrt. Nein, konntest du doch dran gehen, ich kam ja nicht. Ja, ich hab dir doch gesagt, dass du aufdämmst. Ja. Na, es wird rot. Jetzt kann ich wegen Rötung nicht auf Toilette gehen. Hä? Ja, jetzt kann ich wegen da oben nicht auf Toilette gehen. Das wird doch nicht rot. Dann hält es rot. Ja, ein bisschen, aber nicht viel. Das wird aber dein Feuer rot, musst du warten, Nummer. Achso, die Venus, Mars und, achso, die Venus, der Meer, achso, die Planeten, da die vier Gestirne, die Venus, der Planet Venus. Der Merkur, der Planet Merkur, der Mars, der Planet Mars, dieser rote Lutscher, Bom-Bom. Und der letzte Planet, Saturn, der Saturn, dieser Gold-Saturn, dieser goldene Saturn. Der letzte Planet, Saturn, der Planet Saturn, der goldene, der richtige, echt goldene, super goldene, strahlgoldene, leuchtgoldene Planet Saturn. Die gehen alle hinter den Wolken da hinten auf, in den Berg, da. Ich hab auf Summer 2 gefugt. Die Videos musst du heute Morgen schon mit drauf gefrischt haben, richtig? Beim Aufbau richtig? Beim Morgen immer richtig? Was? Die Planeten. Dass wir das draufbekommen, richtig? Hoffe ich, ja. Ich habe nur gezielt. Beim Berg, ne? Ja. Genau. Oh, noch so ein Scheiß hier. Ich hab den Kaffee gebracht. Warum kann ich nicht einfach zu machen? Die Maschine geht doch einfach. Nö. Wir hätten ja die Hilfe gehabt, wenn der eine sich gestern Morgen 2 Uhr nachts so doof gestellt hätte. Ist jetzt egal. Datenschutz da hinten auf dem Balkon. Datenschutz. Ja, da ist keiner. Auf dem Balkon, da nimmt mich einer auf. Schon wieder. Zeig das Handy bitte auf den Himmel nochmal. Tu ich doch. Da? Wir nehmen den Himmel auf, dann wird es rot über Berg, und ich sie. Auf dem Balkon da hinten, ja? Datenschutzverletzung, Datenschutz. Die Spinnen da hinten. Ja, ich musste jetzt leider eingreifen, weil das Handy genau in unsere Richtung gehalten hat, genau auf uns gehalten gehabt mit seinem Blitzlicht der Kamera da, oder wie es heißt. Ey, du da ganz oben auf dem Balkon, wir nehmen den Himmel da hinten auf, die Sonne geht auf, da hinten ist der Himmel rot. Da ist ein feuerroter Himmel, wir nehmen dich garantiert nicht auf dem da hinten da, mit der Blitzlichtkamera, ja? So eine Schönheit ist der auch nicht. Was? So eine Schönheit ist der auch nicht, dass man den aufnehmen kann. So was sagt man nicht. Mir doch egal. Man kann sagen, dass wir den Himmel aufnehmen, der wird rot. Ja. Guck sie mal zum Himmel hoch, da hinten, du hinten oben auf dem Balkon in der Straßenhochhaus. Der Himmel wird rot. Sehen Sie gar nicht, dass der Himmel rot wird, du da hinten auf dem Balkon, da ganz weit oben auf dem Straßenbalkon, in der Straßenhochhaus, schwarz-weiß da hinten? Nee, es gefällt mir nicht mehr hier. Vielleicht war das ein Versehen gewesen, vielleicht meint er uns gar nicht. Vielleicht wollte, aber er kann von da aus den Himmel nicht sehen, nein, wo es rot wird. Der meint uns. Nein. Der hat was mal rumgeguckt. Der Mann, ich schätze, das war die Taschenlampe. Das war, wir sind gar nicht gemacht worden. Ne? Da war es ein Versehen gewesen. Sorry, das war ein Versehen. Hat uns gar nicht gemeint, hat uns gar nicht aufgenommen. Der hat was auf Balkon geguckt, bei den Vögeln. Weil ich habe gesehen, dass auch Vogelfutter da stehen, Vogelfutter da stehen, Mama. Der da hinten da, mit dem Licht da. Der hat da nämlich auch Vogelhäuser stehen, Vogelfutter. So wie wir. Vogelhäuser. Interessiert mich nicht. Vogelhäuser, Maisknödel. Der meint uns gar nicht. Sorry, wir haben uns vertan, wir haben es missverstanden gehabt. Ich muss gar nicht wissen, nach dem Balkon gucken, wenn ihr im Vogelfutter und so wegen den. Was weiß ich. Erstmal schönen guten Morgen, schönen Samstag wünschen wir Ihnen euch alle noch da oben auf dem Balkon. Es war ein Versehen. Wir haben uns vertan. Es sah nur so aus, als ob sie uns aufnehmen. Es war ein Vertan, wir haben uns vertan, es war ein Versehen. Nee, der guckt, nee, der macht seinen Balkon sauber. Der macht nur seinen Balkon sauber, der nimmt uns gar nicht auf. Ne? Mir ist das egal. Wollen Sie auch Kaffee da hinten? Guten Morgen. Wir haben uns vertan, das war ein Versehen.
Sie machen nur den Balkon sauber. Sie haben nur die Taschenlampe an. Sie haben nur die stinknormale Taschenlampe. Da haben sie ja selber die Taschenlampe an. Es sah nur so aus, als ob sie aufgehen würden. Wie gesagt, wir haben uns vertan. Wollten wir nicht. Entschuldigung nochmal, wir haben uns vertan. Nennt uns gar nicht auf den Typ. Es macht keiner von uns Aufnahme mehr. Die Leute sind alle still. Sind lieb geworden. Mhm. Also, hat er zurückgegrüßt, richtig? Weiß ich nicht. Weil er zurück, hallo. Nein, ich bin. Guten Morgen. Bin hier am Aufnehmen, da achte ich nicht drauf. Du hast ja zurückgegrüßt. Er hat gerade zurück guten Morgen gesagt. Aber wirklich, ich schwör. Du lässt dich einfach ausreden. Doch. So scheiße, nee, ich tu dich ausreden lassen. Der nimmt uns nicht auf, der hat ja bestellt. Guck mal, wir können uns ja schlecht sehen, aber du bist zum Augenarzt. Deine Brille hilft auch, wenn du aufhast. Der hat es gar nicht aufgenommen, der hat es aber trotzdem aber gemacht. Der hat es gelesen, hat er nicht gesehen. Weil du guckst schon, wenn du hörst, wurde es mal ein Versehen, der Typ hat es gar nicht aufgenommen, der hat es nicht ausgemacht. Der hat es mit so einem Besen, der hat es aber trotzdem gemacht. Ja. Ja. Nö. Nein. Das reicht auch, wenn einer sich entschuldigt. Ich habe gar nichts unterstellt. Ja. Am 6.4. Um 14 Uhr. No. Ich habe nur was davon. Nur mal frische Luft. Ne? Schnapp mal, richtig? Ja. Ich habe es für dich auch nicht entschuldigt, ja? Du hast dich bei selber bei dem Typ entschuldigt müssen. Nö. Warum nicht? Der hat es gemacht, der hat es gar nicht aufgenommen. Nochmal. Er hat es ja unterstellt. Der hat seinen Balkon sauber gemacht gehabt. Da sind auch Vögel drauf, guck mal auf den Balkon. Ja? Wisst ihr, was du tust? Aber wenn ich für meine Mutter keine Hilfe bin, doch? Ich meine Mutter nee, helfen, möchte der Batzi lieber Theater oder die Bibel. Mach ich gar nicht. So, jetzt höre ich auf. Gemacht, Mama. Du sollst es sagen, jetzt höre ich auf. Weil ich Kaffee trinken wollte. Du hast doch gerade schon getrunken, einen Schluck. Ja, und? Ist der kalt wird? Der ist heiß. Ja. Der ist arschheiß. Achso, da redet sich auch was. Ja. Und der Typ hat nichts gemacht. Wir haben nicht verkehrt das schon gemacht. Wir haben verkehrt beleidigt. Du bist auch noch für dich entschuldigt, weil du dich entschuldigen wolltest. Ich denke, du musst den Leuten vertragen, also bitte. Es geht um den KWF aus Dortmund. Der hat mir auch nichts getan. Was? Verarscht? Der hat uns nur verarscht. Ja. Das ist in dem Fall was getan, uns verarscht, ja?
Und mich jetzt erschrocken. Mann. Komm nicht von hinten. Na, der Typ wollte gesagt haben, nein, ich nehme euch gar nicht auf. Weiß ich. Hallo, guten Morgen. Ich mache für euch keine Aufnahmen. Ich mache von euch kein Video. Ich wollte keine Angst haben. Gib mir mal die Tasse. Der hat nur gesagt gehabt, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Ja, weiß ich. Guten Morgen. Ich mache von euch keine Videoaufnahmen. Ich mache von euch keine Videos. Was hat er gesagt gehabt, ja? Ja, mach jetzt im Deutschunterricht. Auch letztes Jahr schon Deutschunterricht. Wir haben noch mit dem. Ja, das habe ich auch entschuldigt. Also, für die letzten Jahre tun ich und meine Mutter uns auch bei dem Mann da hinten beim Balkon ganz oben entschuldigen, dass wir auch verkehrt Unterstellung gemacht haben mit dem Datenschutz mit den Aufnahmen, dass er für uns aufnehmen würde, Videos, Fotos machen würde, was gerade stört. Dafür tun ich und meine Mutter uns auch dafür entschuldigen, für die letzten Jahre auch, richtig? Jo. Seit 2016 kann man sagen. Ja. Tun uns, oder wir eingezogen sind, tun uns bei dem Mann entschuldigen. Ja. Und auch einen schönen Morgen, einen schönen Karneval, Samstag, richtig? Samstag, ja. Und schönen Sonntag wünschen. Ja. Ich wollte, wie viele Minuten bist du? Weiß ich jetzt gar nicht. 27? Ja. Hm. Soll ich das Bild größer machen oder so lassen? Ach so. Aber wenn man so beigeflogen kommt, meinst du, Nein, komplett. Ja. 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 Nein. Ja. Ja. Was habe ich gesagt? Ja. Nein. Bin gleich bei 30. Nein. 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 Was soll ich hier noch sagen? Hört mir keiner zu. Nein, habe ich nicht. Mach 30 Minuten. Es wird gar nicht rot. Guck mal, es löst sich auf. Mach ich doch. Ach so.
Ja. Ja. Es fahren im Moment keine. Ach ja, stimmt. Ja. Ich bin nicht taub. Ich bin nicht taub. Ja, ist mir egal. Ich nehme die Krähen nicht auf. Ich nehme die Krähen nicht auf. Mir egal mit den Krähen. Ja. Bin ich doof? Bin ich doof? Bin ich blöd? Da war eine Krähe. Da schon wieder. Ja. Hier vorne am Baum, in der Tanne. Nein, in der Tanne. In der Tanne. Nee, die ist weg. Was? Ja. Ja, links ist da nichts mehr. Links ist hier nichts mehr. Ja. Gut. Dachte, da kommt einer. Wieso hast du gerade eine Hauswand dahingestellt, an der Balkonhauswand hier? Weil ich da gut aufnehmen kann. Nee, du bist auch bei Balu da aufnehmen, da, überall. Das war jetzt ein Schwarzspecht. Da, das gleiche ist wieder der von Schwarzspecht. Hast du das gesehen? Ja. Bei Berg bist du auch auf dem. Guck mal, wie ich ein Taschentuch hab. Bei Berg bist du auch auf dem. Ja. Meine Nase läuft. Du willst auch was, überall, okay? Ja. Da bei Österreich ist blauer Himmel, kannst du auch aufnehmen. Ich nehme jetzt das eher auf. Ich wollte nur sagen, bei Österreich ist blauer Himmel, du willst auch was. Weiß ich. Ich denke, du wolltest überall aufnehmen. Hast du gesagt? Habe ich schon gemacht. So. Jetzt nehme ich diese Ecke auf, weil du gesagt hast, links. Nimm links auf. Ich wollte gerade sagen, links ist was, weil ich. Du verstehst alles verkehrt. Nein, du hast gesagt, links wird rot, hast du gesagt. Auch, aber über Österreich ist auch rot. Das wollte ich gesagt haben. Rechts ist auch rot. Hast du gesagt, überall aufnehmen. Ja, warte mal. Gleich ein Krampf im Finger. Ja, ich. Tu ich doch gar nicht. Ich tue nichts. Hm? Ist doch keiner. Boah, die Tasse. Hm. Warte. Mama, die ist leer. Die war leer. Nein. Der letzte Rest war gar keines. Ja. Was war das? Das war ich. Ein Amselweibchen. Nee, war das ein Spind oder Amselweibchen? Ein Amsel. Weibchen? Ja. Oh, hat das irgendwo. Das sitzt, glaube ich, im Baum. Ich glaube, die muss hier vorbeigeflogen sein. Die habe ich, glaube ich, nur erwischt in diesem Video. Nein, das war ein Specht gewesen. Ja. Ein Laufenbäusche. Ja. Da, aber ist das rot. Guck mal. Wir fahren in der Berg. Und rechts von der Front. Rechts auf Regen. Ja, ich habe doch gesagt. Rechts von der Regen.
Na Gott sei Dank. Das war tauschen. Gegen Krampf im Finger. Ja. Die pennen alle noch. Die schlafen alle noch. Die Planeten schlafen alle noch. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
Ja. Da ist nichts mehr. Kannst du mal eben kurz kommen? Ja, ich bin gefragt, ob ich später werden soll, ich habe die App alles zu wer? Ich bin gefragt, weil die Kopf eingeschlagen haben. Achso. Ja? Ich mach mal eben kurz auf Gänsefuß. Ich bin ja da. Hab ich was gegen der hätte? Nein, habe ich nicht, ne? Gegen die. Was, ja? Gegen die? Nein. Weil hätte ich sie eh reingelassen. Ich hätte eh die Sache mit habe öfter doppelt geschildert bei dem Ona, ja? Wenn Justin mitgekommen wäre, ist mir auch scheißegal. Der wer kommt mit, ja. Ich hab, der lässt sie nicht alleine. Der lässt sie nicht alleine. Also uns lässt er auch nicht alleine, Justin. Hm. Mich auch nicht. Ne? Nein. Scheiße, wenn der einer auch kommt, der René, ne? Ich hab keinen Bock, dass er vor der Tür steht, der aufs Dorf macht. Da, guck mal. Nicht, bitte nicht. Kein was ist da? Nein. Überall auf dem Busboot, da ist rot gefallen. Na, ich kann mit der linken Hand im Moment nicht am Kampf im Daumen. Soll ich der dir kommen? Massieren bitte. Massier den Daumen. Ich kann das nicht so gut wie die Ergotherapeutin. Mach doch einfach, ey, das tut weh. Guck mal, bei der Wärme ist Frost dabei. Hm. Bei der 10 Grad Wärme, bei 10 Grad raus ist Frost dabei, geil. Oh, gib her, du bist warm. Guck mal, da flog gerade ein Vogel daher. Hast du gesehen? So, ich habe gestern Abend auf WhatsApp eine Nachricht bekommen. Nichts Schlimmes. Hm. Was Schönes. Ja. Nein, bitte. Nein, ich sage es nicht. Ich will von den Dortmunder nichts mehr hören, bitte. Ich will von Dortmunder, oder meinst du nicht den Dortmunder? Nein. Meinst du nicht KBF? Nein. Also meinst du KBF oder Boris Unna? Meinst du nicht? Nein. Meinst du jemand anders? Ja. Wildfremden? Ja. Ich kann nicht kennen, gut. Guck mal, da rechts. Da musst du aufnehmen auch. Entschuldigung. Nein, komm her, kannst nach mir hinkommen. Wir warum bist du heute morgens so drauf gewesen mit dem Aufnahmen, dass es so dunkel war? War ich nicht. Ich weiß nämlich gar nicht mehr für dich auf. Wieso hast du das gesagt? Das war Spaß, Kerl. Ja, ich denke, du hast den Namen dabei gesagt. Sie macht es, sie hält den Ball flach. Vor allem war so ein schönes Auto. Guck mal, ein schöner Golf mit weißem Dach, selten, ne? Das ist ein Golf? Ja. Hast du den KBF gemalt? Ich nehme gar nichts für dich auf. Nein, ich, ja. Hast du den Namen dabei gesagt, ja. KBF? Du warst unheim. Ja. Jetzt nehme ich mir gar nichts mehr für dich auf. Ja, ich will. Ja. Und wieso hast du heute Morgen einen Stopp gemacht und reingekommen? Holst du mit dem Handy nachgucken? Die von der Stufe genommen? Weil es aufgeladen war. Es ist noch weiter auf der, hättest du doch gesagt. Ich hätte das von der Stufe auch gemacht. Mama. Ist hast, doch jetzt egal. Wieso hast du mich gefragt, ob ich es bestimmt. Ach, ja, bescheuert. Nur weil die Nachbarin jetzt kommt? Ey, die macht nichts. Weiß ich. Du machst mir nichts hier, du gehst mal Theater, das kotzt mich so an. Ich wollte mich mit dir vernünftig unterhalten, wieso du im Dunkel. Will ich jetzt nicht. Wieso du mich nicht gefragt hast, ob ich das Handy von der Stube abgeben könnte, im Wohnzimmerfenster? Das habe ich doch gemeint. Ja, habe ich vergessen. Wieso kamst du rein, hast du Handy auf Stopp gemacht? Videoaufnahme? War doch nur Gänsefuß, ist doch nicht schlimm. Was? War doch nur Gänsefuß, ist doch nicht schlimm. Ich hätte auch das Handy von der Stube abgeben können, die man ankaufen. Ich hätte auch das Handy von der Stube abgeben können. Jo. Ich hab's vergessen, Entschuldigung. Ich noch eine Frage. Ich war im Wohnzimmer. Ja, stimmt. Wo hast du? Hast du weiter auf Gelken heute Morgen keinen Gänsefuß machen können? Ja, du warst drin. Ist jetzt gut. Da rechts war rosa, hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Ist auch drauf. Alles? Ja. Und das kleine Rosa war auch von rechts? Ja, ist es so. Hier ist der Wolkenformation. So Fisch treten muss da. Nee, bitte kein Fisch. Da oben. Mama? Doch, Fischstäbchen. Was ist das? Ist das ein Geist zwischen der schwarzen Wolke? Ist das ein Gespenst? Das kann ich mit rechts wieder packen. Ja, ist das ein Gespenst da hinten? Warte mal, soll ich mal gucken? Auf mein Handy? Ja, okay. Ist okay. Ich würde auch gerne einkaufen mit dir, so wie die schon machen. Ich habe kein Geld gewöhnt. Okay, das ist nichts. So, was haben wir da hinten?
Ist die Saison, dass du mit dem ich hier wollte. Das kann ich spielen. Über der Autobahn rechts ist ein großer Tsunami, guck mal. Ich weiß. Da gehe ich jetzt auch erstmal hin. Nee, wann? Wie waren wir? Wann kommt das denn hin? Da wird's rot. Ja, bin ja schon dabei. Das ist der ganz besondere alte Rhinus opacus Schleierwolkenformation. Keine Luftballons. Nee, hab ich doch gesagt, ne? Das müssten wir eben Nase putzen. Kannst du mir eben halten, dann übernehme ich weiter. Bitte. Meine Nase läuft. Weil das ist bloß die Frage. Nein, ich weiß es nicht mehr. Warte mal, bitte kurz. Ich muss dann nicht mehr üben. Du musst ein neues Tempo nehmen. Nico. Nur weil die Leute hier immer parken, einkaufen, Sachen raustragen, dann hat meine Mutter wieder Verdacht gehabt, wie immer. Die Tücher musst du doppelt nehmen. Entschuldigung, Mama. Wie immer mache ich alles falsch. Ich habe keine Lust, jetzt laut zu werden. Ich habe erster Punkt. Ich habe Halsschmerzen. Wenn ich jetzt wieder einen lauten Rumbrüller loslasse, ist meine Stimme gleich mehr. Da kann ich den Video nicht beim Moderator studieren, gar nicht mehr. Heute ist wechselhaftes Wetter, 15 Grad, Frühlingstemperatur bis 20, teils bewölkt, teils Regenschauer, Regenwahrscheinlichkeit 100%. Und zweitens, wenn du mich nicht ausreden lässt, werde ich auch gleich wütend. Dann mache ich wirklich einen auf Onay aus Dortmund. Aber aus Onay. Und drittens, nur weil die Nachbarn jetzt draußen spazieren gehen, das Wetter ausnutzen wollen, frische Luft schnappen wollen, guck mal. Das können wir den Leuten nicht verbieten. Und der Typ, wir können das den Typ da hinten auf dem Balkon, da hinten ganz oben auch nicht verbieten, ja? Jeder hat ein Recht dazu rauszugehen, egal wer es ist. Ja, dann sag bitte Entschuldigung für den Typen, Mama. Nein. Hast du schon gesagt, reicht. Weil du dich wolltest, weil du zu faul dafür warst. Ich habe den Typen schon gerufen gehabt, dass wir den Himmel aufnehmen, der wird rot, einen roten Himmel und nicht ihm. Da sagt er, okay, alles gut. Er hat nur guten Morgen gewünscht. Er hat nur Hallo, guten Morgen gesagt. Hallo, ich mache von euch keine Aufnahme, ich mache von euch keine Videos, ich mache von euch keine Fotos. Nein, er hat gerufen gehabt zu uns. Hast du gar nicht mitgekriegt? Doch, habe ich mitgekriegt. Er hat nur gesagt gehabt, hallo, guten Morgen, hallo. Ich mache von euch keine Aufnahme-Videos, ich mache von euch keine Aufnahme, ich mache von euch keine Videos, ich mache von euch keine Fotos. Ich mache von euch keine Videos, ich mache von euch keine Fotos. Er hat es auch korrigiert, er hat sich auch entschuldigt bei uns, ja? Ey, du musst mal Küchenfenster gucken, da sieht's auch brillanten aus. Aber komm sofort wieder, okay? Ja. Möchte auch gerne arbeiten, Taschengeld verdienen. Die Nachbarn machen's richtig. Ach komm, fall doch raus, Gabi, bist eh kaputt. Ich sag dir jetzt die Wahrheit, warum ich jetzt am Ausflippen bin. Es würde mir bei TikTok von einer komischen Frau unterstellt, ich würde mit einem komischen Kelvin gehen, was gar nicht stimmt. Ist die bekloppt? Ja, bei TikTok eine. Bei TikTok meine ich jetzt, so eine komische Tante da. Angeblich würde ich mit einem Kelvin gehen. Angeblich wäre ich mit einem Kelvin, komischen Amerikaner, so eine Beziehung drin, der Kelvin heißt, mit K, nicht mit C, mit K geschrieben, ne? Ja, lösch doch die Frau. Ja, die melde ich jetzt auch unter Mobbing und Belästigung, weil ich bin's leid. Verkehrt zu unterstellt werden, weil ich irgendwelche Popstars oder Sänger oder Schauspieler abonniert habe, gefolgt habe. Und dass die Leute, Zuschauer, andere Fans unterstellt, ich würde mit dem Rapper da oder Sänger da oder Schauspieler da oder DJ da gehen, mit der Kelvin oder sowas, mit C geschrieben, mit K, ne? Ja. Mit K wie Contra, ne? Ja. Was gar nicht stimmt, als ob ich mit so einem Kelvin, ob ich mit so einem Kelvin, Star, Popstar, Kelvin,
wie sie mir das unterstellt hat, die Dame da auf TikTok da, eine Beziehung drin wäre, als ob ich mit dem zusammen wäre, in einer Beziehung verlobt wäre, zusammen wäre mit einer Beziehung. Fragt du ganz blöd, woher ich den kenne. Ich habe gesagt, ich bin Fan von denen. Das ist ein Schauspieler, ein amerikanischer. Hast du Küchenfenster geguckt? Ja, ja. Die Leute spielen bis zum geht nicht mehr aus TikTok. TikTok, ich rede von TikTok. Ja, die blockieren und löschen. Die Frau. Die Leute auf TikTok, Facebook. Ich bin und bleib hier. Ich will dir gerade was erklären. Die Leute aus TikTok, Facebook, Instagram. Die Leute aus Facebook, nochmal. Hörst du endlich mal zu, was ich dir sage? Das mache ich ja auch einen Jade Armor Krimslot nach mit Marionetten. Geht's die Marionettenfolge mit der Klangschale? Ja, ich will das gar nicht mehr hören, diesen Namen hier. Ich hätte nur Klangschale gesagt. Ich rede von der Yoga-Klangschale. Ja. Die Waffe. Ja. Nochmal. Ich hasse das, wenn irgendwelchen Nutzern aus Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und sonst noch was, WhatsApp, mir verkehrt allgemein Apps, Chats, mir verkehrt, oh, halt die Klappe, Grünspecht, mir verkehrt unterstellen, was ich nicht getan habe, ey. Hier, kommst du mal bitte. So, ich habe hier einen Vogel, einen ganz großen. Warte. Nee, ist schon ein Sturzflug. Das war ein Falke. Jetzt du mal. Jetzt kannst du nochmal hier rüberkommen. Kommst du mal hier? Ich habe auch keine gescheiten Tücher mehr, mein Gesicht sauber zu machen. Die Tücher stinken ein bisschen nach Gummi, nach Autogummi, wie das heißt. Da kloppen sich ein paar Vögel im Bau, da muss ich mal gucken. Ein Speck. Dann mache ich gleich mit da. Seife. Ein ganz großer. Eine Taube. Du Scheiße. Hast du die auf dem Baum drauf liegen gesehen? Ja. Wann denn? Vorhin? Bevor ich kam? Ach, da hinten ist ein Kondensstreifenflugzeug. Ich habe das Video gelöscht, das Müll. Ja, gut, über Österreich war ein bisschen rosa. Da hinten zwischen den Regenwolken auch. Aber teils Regenwolken sind das. Ich guck mal, wo der eine kommt, unser Beschützer. Oh, guck mal, das sind Zwillingstiere da hinten. Schneegänse, zwei Stück. Guck mal. Ein Video rein. Mich interessieren mehr die Frühlingstiere, die jetzt kommen, anstatt wie der Himmel. Siehst du, das lausige Rot, ne? Das Rot ist zwar auch schön, aber guck mal, die Tiere sind doch interessant. Da die Taube da. Die WhatsApp-Nachricht von gestern Abend kannst du mir gleich sagen, okay? Aber ich hoffe nicht KWF, Mama. Hä? Nein. Von jemand anders? Ja, die heute kommen. Das ist doch meine Schwester. Ja. Nein, du hast gerade von einer anderen WhatsApp gesprochen gehabt. Ja. Und das war eine von denen, der jetzt gleich kommt, und von den anderen, der auch vielleicht kommt, mit der Schwester. Mit meiner Tochter. Ja, und der René. Ja. Aber du hast eine andere WhatsApp gemeint. Beiden. Ich konnte den Namen, ich darf da nicht reinsagen. Ich dachte, es geht um Beziehung, um Freund, Mama. Nein, ich habe keinen Freund. Wer denn? Weißt du, du kannst mich mal. Wo soll ich den Freund holen? Ich dachte, es war ein WhatsApp gleich von einem Freund gekommen, dass ein Freund kriegen soll, eine Beziehung kriegen soll. Nein. Mit der Schwester hast du vorhin schon bei dem Morgenrot gesagt gehabt. Und mit dem einen da auch, Mama. Weißt du doch eh schon Bescheid. Da brauchst du jetzt nicht wieder sagen, ich habe gestern schon eine WhatsApp-Nachricht bekommen. No. Mann, du bist kindergartenhaft. Ja, da hinten ist Dortmund. Barbaros. Oh nein. Gerade einen Namen gesagt dabei. Wieso fragt man, wer noch gut sagt? Nur Spaß. Kommst du mal hier? Kommst du nach mir, anstatt wieder wegzulaufen von mir? Er ist noch helfen. Ich habe den René gefragt, ob er Schmerztabletten hat. Ich habe mir gerade den Kopf eingeschlagen mit dem ganzen Stress heute Morgen wieder. Mit den verkehrten Verdächtigungen da hinten. Was wir getan haben, wo wir es gar nicht gewollt haben. Ich hoffe, da hat welche. Ja, die Taube ist weg, ne? Ja. Ah, gewandert. Ist hier im Baum eine drin? Küchenfenster ist doch bunt, ne? Ja, übergeil. Ein bisschen. Muss mal gucken, dann weißt du es. Ich
Saßen heute Morgen andere Vögel hier im Baum, Eichelia oder sowas? Nee. Was? Ich denke, du hast aufgepasst. Du meinst, es saßen keine drin, richtig? Du musst nur sagen, es saßen keine drin. Nicht, ich sage, habe ich dich gesehen, du bist, saß keine drin. Du hast gesagt, habe ich dich gesehen, statt, wieso hast du anstatt, saß keine drin, habe ich dich gesehen gesagt. Na. Du meinst, es saßen keine drin, du musst sagen, es saßen keine Vögel drin. Aber doch, es saßen heute Morgen welche Baum und Amseln und so, ne? So kleine, ne? Und die Großen saßen nicht drin, hast du aufgepasst? Die Großen waren nicht drin. Ne? Hast du aufgepasst, ja. Ne? Okay. Kannst du weiter, Bach? Ich muss jetzt wirklich auf Toilette. Ich kann das jetzt nicht mehr anhalten. Ja, ich hab auch kein Problem. Bibi? Mhm. Oder groß? Nein, okay. Das Bild größer, Bach. Ah, ist egal, ob das vorbeifliegt. Mein Finger. Moment. Noch 3 Minuten, da hast du 1 Stunde geschafft, okay? Ja. Cool. Kannst du doch. Hast du einen Namen? Ja. Ja. Ja, das ist kein Name. Doch, hab ich wohl. Ja, was ist Voraus gesagt, wie der hat, oder? Weißt du, wie der Voraus gesagt ist, den Namen Voraus Unai? Das ist nicht für die alleine gesagt, Unai? Jo. Du hast den Namen für die alleine gesagt, Unai dabei? Weil ich sowas nicht mehr reinsagen darf. Ich hab schon Ärger mit. Ja, ich weiß. Ich weiß. Rapper, die darf man doch reinsagen, aber was soll der Scheiß? Ja. Rapper darfst du reinsagen mit Namen, ja. Auch Sido Bushido. Von den Leuten hier nicht mehr. Tu ich ja gar nicht. Mach so lange, bis der Sonne aufgeht, okay? Kannst du ruhig machen. Aber es geht jetzt darum, du lass wieder, weißt du, was ich mal reinsagen. Halt, lass sie halt bitte oben, oder? Tu ich doch. Du hast wieder runtergehalten. Hab ich nicht. Du hast wieder gesagt, weißt du, was ich reinsagen möchte, Video. Und so fängst du wieder an. Weil ich einen Anschiss gekriegt habe. Ja, höchstens von den Leuten wieder, weil ich es nicht verstanden habe. Aber die Leute gar nicht gemeint, die meinten den aus Dortmund. Richtig. Ja, von den Leuten wieder, richtig? Ja. Aber er hat doch KBF gemeint, Dortmund. Ja. Hat keinen Namen von den Leuten gesagt hier. Nein. Wir lassen doch die Leute in Ruhe. Mir? Die sagen guten Morgen, mehr nicht. Wenn es da Spaß mit dem Anschluss, richtig? Nein, ich habe wirklich einen Augenblick gekriegt. Mit sowas spaß ich nicht. Er hat doch selber gesagt, er hat davon nennen, mit Namen. Aus Dortmund, richtig? Geburtstag letztes Jahr. Das waren keine Leute von Menschen Nordstuhl, das waren andere Leute, richtig? Andere Zuschauer aus dem Tuch, richtig? Ja. Bestimmt ein Rapper-Kollege? Keine Ahnung, ist mir egal, oder es war. Ein Kollege von dir? Ist mir egal. Nein, weil ich wieder mal heute Morgen den Namen von Ross haben musste, weil du den Namen von dir selber aussagen wolltest. Ja? Jo. Wieso wolltest du den Namen heute Morgen von dir selber aussagen? Weil ich den Namen irgendwie. Weiß ich nicht. Wieso hast du. Ach nee, du hast einen Ansprech gemeint, richtig? Ja. Ich weiß, wer du gemeint hast. Die Spanierin, richtig? Ja. Genau. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
Im Moment kommt keine Sonne, es überzieht sich. Okay. Zieht sich. Ich auch nicht mehr. Hast du Geld dafür, für die Kekse oben zu kaufen? Ich habe Hunger auf Kekse.
Warte mal, ich frage bei dem Silberling, der ist bestimmt zu Hause welche. Ja, frag nochmal bitte. Der ist immer noch mit Zug unterwegs, das war nicht zu Hause, ne? Ne, mit Verspätung. Ach, der Zugverspätung. Oder ist zu Hause und schläft. Nein, er wollte, wenn er möchte, angekommen ist, mit dem Zug direkt nach uns zurück, hat er gesagt. Okay. Ich denke, die Freundin aus Altbürg, die Tante hat keinen Kontakt mehr mit dem KW. Nein, hat sie auch nicht. Ich denke, die Kinder auch nicht. Nein, keiner. Das sind Spechte. Das sind keine Krähen, das sind Spechte. Du brauchst keine Angst haben. Das sind Falken, Tauben. Na ja. Alle waren Sparspechte, jetzt kann ich auch mal nicht. Ja. Ich habe keinen Bock mehr mit dem Brett hier zu schreiben, ich schmeiß es gleich vom Balkon runter. Sollen die Kinder von mir was damit spielen? Ist mir scheißegal. Die sind gerade aufgehalten. Nee, da muss ich ganz in Daten, das schon geht nicht anders. Ich wollte mich eh bei der ganzen App rauslöschen. Ich wollte mich bei Facebook, bei Instagram, YouTube komplett rauslöschen. Stopp, bei TikTok auch, weil ich bin es leid, aber irgendwelchen Leuten, ich weiß nicht von irgendwelchen Leuten, von allgemeinen Nutzern aus den Apps da. Verkehrt unterstellt zu werden, was ich nicht getan habe. Erst Specht, ne? Ja, da kannst du nur drüber lachen über die Leute. Nein, die Frau ist vernünftig. Ignorieren. Ich habe dir erklärt, dass ich ein Fan von dem bin, dass es ein Rapper und Schauspieler ist. Dieser Kerl, wie der heißt. Nur, was hat sie da geschrieben? Du sollst auch keine Fremden annehmen mehr. Das ist ein Rapper, der ist ja Kevin Schauspieler. Ja, ja, weiß ich. Was soll der Scheiß jetzt von dir? Ja, ja, ja gut. Die Sonne geht gleich im Wolkenlücken auf, musst du warten. Ich meinte die Frau. Die Tastatur von... Ja. Das ist so doof in dem Bett, ich weiß, ich könnte was soll das denn? Ja, es wird nicht Bett schwarz, dann wird auch wieder blau. Ich weiß gar nicht, was du hast wieder. Da kommt eine schwarze Front, ich bin nicht blöd. Nein, da ist blau, der Auto. Ach da. Was war? Willst du das Bild so groß lassen oder normal? Nee, lass so. Ah ja, weil der Teppich von der Wolkenformation groß ist. Ja. So oben, ne? Ja. Du bist nicht mehr in die Tür gegangen, weißt du? Hä? Mir ist es egal mit dem.
Das bin ich. Warte mal. Ist sie da?
hinweggerutscht. Ja, weiß ich schon, habe ich schon drauf. Ich komme gleich rein, ich friere, mir wird kalt. Ich weiß auch nicht. Warum hast du es denn gemacht? Ja, aber ich habe das schon gemacht, aber ich habe das schon gemacht. Ja, ist jetzt egal. So, du möchtest ein Warnfaktor-Video? Hä? Ich will wirklich vorwarnen, die Kinder vorwarnen. Das wissen die schon alle. Nein, weil der Regisseur hat einen Kopf-Tipp gegeben, ja? Ja. Ich höre jetzt auch auf. Wir machen ja auch diese Bilder. Das ist eine Foto. Wir sind mehrmals in der Stelle gesehen, wo die Leute bestätigt nachfahren. Wo die Leute so vorausfahren, die Kinder. Die Kinder, ich bin die ganze Leute für den Kassel, weil die Typen da auch noch geschützt werden. Also auch geschützt, ja? Wie würden die Leute wieder davor beschützen? Die Kinder sind auch davor beschützen, wenn die uns vorbeugen. Weil der ich wohl an das Kamerad versorgt. Nur die Kinder, die Freunde dieser Nachbarn, die Busbeleidigten, die Busfahrer, die wir mit der Finanzen kriegen. Die Kinder wussten nachher auch auf dem Haus. Wir sind doch da selbst erstmal in diesem Kanal. So, wenn die ganze Anzeige da gegeben ist, ne? Wenn er wenn er auf der Straße sitzt, wenn er das Haus bezahlt, weil die Wohnung, ist ja auch scheißegal. Wenn er nicht ist, dann ist ja auch scheißegal mit dem Kanal. Thank you.
Sandstuhl schon 20 Euro.